Das alte Ägypten. Eine reiche, über 6000-jährige Geschichte. Leben und Tod seiner Könige faszinieren uns bis heute. Wir gehen in Museen wie dieses, um ein Gespür zu bekommen für die Pracht des alten Ägypten. Monumentale Statuen monumentaler Männer. Aber wenn wir uns hier umsehen, sehen wir tatsächlich nur Männer. Wo aber sind die Frauen des alten Ägypten? Die berühmteste von ihnen ist natürlich Kleopatra. Aber da kommen wir zwangsläufig vom Erhabenen zum Lächerlichen, vom Monumentalen zum Winzigen. Denn ihre Bildnisse existieren in Form von Münzen. Was aber ist mit all den großen Frauen vor Kleopatra? Ich will wissen, wer sie sind. Wenn wir wissen, wo wir suchen müssen, dann ist die Geschichte des alten Ägypten auch die Geschichte außergewöhnlicher Frauen mit einem außergewöhnlichen Vermächtnis. Da ist sie. Arsinoe, Pharaonin und Göttin. Im alten Ägypten hatten Frauen mehr Rechte als in jeder anderen Gesellschaft der Antike. Vier dieser mächtigen Frauen habe ich ausgewählt, um sie mir genauer anzusehen. Jede von ihnen eine Vorreiterin, die auf ihre Weise den Weg für kommende Generationen ebnete. Die verehrte Mutter. Es mag aussehen wie ein Loch im Boden, aber hier hat alles begonnen. Die mächtige Herrscherin. Seht mich an, ich bin Pharaonin. Die perfekte Diplomatin. Sie war nicht nur schön, diese Frau war auch ziemlich clever. Und Kleopatras weltoffenes Vorbild. Sie wusste, dass Wissen Macht war. Gemeinsam hinterließen sie ein Vermächtnis weiblicher Autorität, das nicht nur Kleopatra, sondern künftige Generationen beeinflussen sollte. Diese Frauen waren Vorbilder für uns und sind es bis heute. Indem ich ihre Geschichte erzähle, werfe ich einen ganz anderen Blick auf diese großartige Kultur. Und zwar durch die Augen der weiblichen Hälfte des alten Ägypten. Um die Frauen dieser Zeit verstehen zu können, müssen wir ganz an den Anfang zurückgehen, zu Ägyptens eigener Schöpfungsgeschichte. Eine Geschichte, die den weiblichen Protagonisten beispiellose Macht und großes Ansehen gibt. Macht, die ihnen direkt von den Göttern vererbt wurde. Die alten Ägypter hatten zahllose Schöpfungsmythen, aber die meisten von ihnen drehen sich um diese sehr beeindruckende Landschaft und das lebenspendende Wasser des wundervollen Nil. Diese Entstehungsmythen sagen also im Wesentlichen, dass alles Leben in diesem Wasser der Schöpfung begann. Aus ihm entstieg als erstes die große Sonne, die Quelle allen Lebens, und erschuf dann die anderen Götter, die Vielzahl der ägyptischen Götter, männliche und weibliche, beide ebenbürtig und von gleicher Anzahl. Die berühmtesten waren Isis und Osiris. Die beiden Götter waren sowohl Bruder und Schwester als auch Mann und Frau. Und den alten Ägyptern zufolge war im Gegensatz zu den meisten Kulturen der Antike Isis der aktive und dominante Partner, während Osiris ein eher passiver Bursche war. Ganz am Anfang der Geschichte wurde er sogar getötet. Arme Osiris. Die einzige Macht im Universum, die stark genug war, um ihn ins Leben zurückzuholen, war seine große Schwester Isis, die all ihre starke Magie benutzte, um ihn wieder auferstehen zu lassen. Von diesem Paar stammt die gesamte Menschheit ab. Solche Geschichten über Isis, diese mächtige, mythische Frau, sind in vielerlei Hinsicht der Schlüssel zum Verständnis dafür, wieso Frauen im ägyptischen Leben eine so herausragende Bedeutung hatten. Denn Isis wurde als Muttergöttin verehrt. Die erste reale Frau, über die ich Nachforschungen anstellen werde, erlangte ebenfalls durch Mutterschaft
Macht und Ansehen. Sie lebte in der Frühzeit der Pharaonen, bekannt als das Alte Reich, vor mehr als 4.500 Jahren. Ihr Name war Hetepheres. Für die alten Ägypter war der Tod lediglich der Übergang ins Jenseits, in dem die Seele wiedergeboren werden musste. Um sowohl ihrer Seele als auch ihren Körpern eine Behausung zu geben, baute sich die ägyptische Oberschicht aufwendige Grabstätten. Das spektakulärste Grab sind die Pyramiden von Gizeh, Ruhestätte des mächtigsten Königs des Alten Reiches, Pharao Cheops. Jeder kommt nach Ägypten, um sie sich anzusehen. Sie sind sehr groß, sehr beeindruckend und imposant. Aber ich bin heute hier, um mir etwas anzusehen, was noch interessanter ist. Gleich da drüben. Ich suche das Grab von Cheops Mutter, Königin Hetepheres. Denn als Königsmutter wollte Cheops sie offenbar in seiner Nähe haben, um seine Wiedergeburt im Jenseits sicherzustellen. Ich bin hergekommen, um die Quelle, um den Ursprung dieser ganzen Anlage zu finden. Alles begann hier. Es mag aussehen wie ein Loch im Boden, aber hier ist der Anfang. Das ist der Eingang zum Grab der Hetepheres. Die lebensspendende Kraft dieser Mutter veränderte die Gestalt dieses ganzen Plateaus für immer. Zu Hetepheres Zeiten war diese Gegend eine ganz besondere. Sie lag am Rand der Wüste, wo die Ägypter traditionell ihre Toten begruben. Im Land des Westens, dort, wo die Sonne untergeht. Und doch befand sich zu ihrer Zeit absolut nichts auf dem gesamten Plateau. Der Rest dieser Nekropole entstand nur, weil hier ihr Grab war. Und es war voll von spektakulären goldenen Kostbarkeiten. Denn am Grund dieses steilen Schachts befindet sich in 20 Meter Tiefe die Grabkammer. Dort wurde 1925 Hetepheres persönliche Habe gefunden, überzogen mit Gold. Hetepheres Grab ist das älteste intakte Königsgrab, das je gefunden wurde. 1300 Jahre älter als das Grab des Tutanchamun. Der gesamte Inhalt der kleinen Grabkammer kam hierher, in diese Ecke des Kairoer Museums. Das sind mit Sicherheit die ultimativen IKEA-Möbel zum Selbermontieren. Sozusagen das Schlafzimmer der großen Königin Hetepheres. Es ist atemberaubend. Wir haben hier ihr Bett, ihre silberne Kopfstütze, einen ihrer goldenen Throne und vergoldete Truhen. Und in diesen Truhen wurde eine einzigartige Schmuckkollektion gefunden. Diese wunderschönen Silberarmreife, die sie in beiden Armen getragen hat, sind speziell für sie angefertigt. Bei genauem Hinsehen lässt sich erkennen, dass sie sich in der Größe leicht unterscheiden. Anfangs sind sie relativ groß und werden zum Handgelenk immer kleiner. Niemand anders hätte sie tragen können. Sie sind so angefertigt, dass sie nur der großen Königin passen. Eine unglaubliche Vorstellung, dass das alles 4.500 Jahre alt ist. Als König Cheops Mutter war Hetepheres die wichtigste Frau in seinem Leben. Deshalb sorgte er dafür, dass ihr Grab allen Luxus enthielt, den sie für ihr Leben im Jenseits benötigen würde. Diese wunderbare goldene Sänfte war ein Geschenk ihres Sohnes an Königin Hetepheres. Ein fantastisches Kunstwerk. Ihre Titel sind in goldenen Hieroglyphen auf der Rückseite auf dunklem Ebenholz aufgeführt.
Hier ist das kleine Bild der Biene und der Pflanze zu sehen und direkt darunter der Geier. Das bedeutet Mutter. Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten. Das nächste Zeichen ist ein goldener Falke. Gefolgsfrau des Horus. Und dann geht es weiter mit all den wundervollen Titeln, die Hetepheres in ihrem Leben geführt hat. Aufseherin der Palastangelegenheiten. Die, deren Befehle alle ausgeführt werden. Die leibliche Gottestochter. Die letzten sechs Hieroglyphen geben uns den Namen Hetepheres, also ihren eigentlichen Namen. Und die letzte Hieroglyphe, der sogenannte Determinativ, zeigt sie auf dem Thron. Hier sehen wir die Frau von Angesicht zu Angesicht. Obwohl Hetepheres in vielerlei Hinsicht den Ursprung all dessen hier darstellt, war sie doch nur die Mutter des Königs. Sie mag ihn geboren haben, ihn sein Leben lang beraten und ihm den Übergang ins Jenseits ermöglicht haben, dennoch blieb sie stets nur Königsmutter. Im Gegensatz zur nächsten mächtigen Frau, der bedeutendsten ägyptischen Pharaonin. Wir gehen 1000 Jahre weiter vor zu meiner nächsten Wahl. Auch sie eine große Königin, die dazu bestimmt sein sollte, Ägyptens größte Pharaonin zu werden. Ihr Name war Hatschepsut. Obwohl mindestens 15 Frauen bekannt sind, die in Ägypten als Pharaonin regiert haben, sollte Hatschepsut wirklich Geschichte schreiben. Aufgrund ihrer Monumentalbauten und als Feldherrin. Obwohl Hatschepsut direkt von einem König abstammte, war es nicht so einfach, Pharaonin zu werden und erforderte einiges an geschicktem politischen Kalkül. Nach dem Tod ihres Mannes, dem regierenden Pharao, war ihr Stiefsohn und Thronerbe zu jung, um den Thron zu besteigen. So führte Hatschepsut an seiner Stelle die Regierungsgeschäfte und wurde schließlich zur Königin gekrönt. Aber wie gelang es ihr, an der Macht zu bleiben? So wie sie auf die Besucher des Kairoer Museums herabsieht, ist ihre einschüchternde Präsenz noch spürbar. Alle Pharaonen hatten gleich auszusehen, aber für eine Frau war es besonders wichtig, sich als perfekte Herrscherin zu präsentieren. Alles drehte sich um das Aussehen. Sah jemand aus wie ein perfekter Pharao, war er ein Pharao. Er legte sich dessen Merkmale zu und genau das tut Hatschepsut hier. Die richtige Krone, der künstliche Bart und die Insignien. Alles diente dazu, ihre Untertanen zu beeindrucken. Denn die waren zu 95-99% Analphabeten, konnten also weder königliche Erlasse noch heilige Inschriften lesen. Alles drehte sich um die visuelle Darstellung. Und darin war Hatschepsut brillant. Es ist die ultimative Propaganda. Seht mich an, ich bin der Pharao. Ein künstlicher Bart wurde als heiliges Attribut der Götter betrachtet. Alle Pharaonen trugen einen. Hatschepsut bildete da keine Ausnahme. Doch sie beschränkte sich bei solchen glanzvollen optischen Statements nicht nur auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Ich reise zu Hatschepsuts Machtzentrale, 700 Kilometer südlich von Kairo, nach Theben, dem heutigen Luxor. Denn hier gestaltete Hatschepsut mit einer ganzen Reihe von Monumentalbauten die gesamte Landschaft um. Am berühmtesten ihr erhabener Totentempel in Deir el-Bahri. Bekannt unter seinem altägyptischen Namen, das Heiligste der Heiligsten, ist der Tempel eines der spektakulärsten Bauwerke Ägyptens. Ein unübertroffenes Monument der Ewigkeit.
Hatschepsuts Tempel wirkt, als würde er am Fuß des Gebirges aus dem Felsen auftauchen. Eine architektonische Meisterleistung. Seine klaren geometrischen Linien bilden einen atemberaubenden Kontrast zu den schroffen Felsen hinter ihm. Zweifellos einer der schönsten Tempel Ägyptens und der angemessene Ort, um der großen Pharaonin zu gedenken. Der Standort des Tempels ist wirklich ehrfurchtgebietend. Aber die Gründe, ihn dort zu bauen, gehen weit über den ästhetischen Aspekt hinaus. Hatschepsut baute hier aus drei bestimmten Gründen. Erstens, direkt gegenüber liegt der große Tempel des Reichsgottes Amun-Ra. Zweitens, hier konnten Gaben für ihre Seele in der Ewigkeit dargebracht werden, ohne dass der Frieden ihres Grabes gestört wurde. Und drittens, diese Anlage wurde von Hatschepsut mit persönlich ausgewählten Darstellungen versehen, die ihr Recht auf den Thron illustrierten und untermauerten. Kurz gesagt, der Bau war eine immerwährende politische Propaganda. Doch Hatschepsut war nicht nur Baumeisterin, sie war auch Feldherrin. Zweimal führte sie gegen Ägyptens Feinde in Nubien Feldzüge an. Einige der in Deir el-Bahri gefundenen Gaben deuten auf ihre militärischen Fähigkeiten hin. Bei mindestens zwei Gelegenheiten führte sie ihre Truppen in die Schlacht. Sie wird beschrieben als die Eroberin, die flammend gegen ihre Feinde stürmt. Dieser ganz besondere Gegenstand ist eine Votivgabe und repräsentiert die Schneide einer Axt. Eine Kupferlegierung. Eingraviert sind Hatschepsuts Namen und Titel. In einem einzigen Objekt wird diese Pharaonin, diese Kriegerin hier ganz treffend auf den Punkt gebracht. Ein wundervolles Stück. Nachdem sie ihre militärischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt hatte, konzentrierte sich Hatschepsut darauf, Frieden und Wohlstand des Landes zu sichern. Sie schloss Wirtschaftsallianzen, die ihrem Land Reichtum brachten, und trieb Handel mit anderen Königreichen, wie zum Beispiel dem im Süden am Roten Meer gelegenen Punt. Hatschepsut baute Ägyptens Handelsrouten aus und initiierte Handel in großem Stil. Außerdem nahm sie die sehr lukrativen Handelsrouten nach dem Goldland Punt an der Küste des Roten Meeres wieder auf. Und exakt diese Szene können wir hier hinter uns sehen. Das sind die Ägypter bei ihrem Eintreffen in Punt und hier die Bewohner, die sie begrüßen. Das ist die Stelle, an der Handel stattfand. Es ist eine kleine, niedrige Truhe, auf der die Ägypter die wertvollen Waren ausgebreitet haben. Perlen, Armreife, geschmiedete Waffen. Waren, die sie dann bei den Bewohnern von Punt eintauschten gegen den kostbarsten aller Rohstoffe. Dieses rote, kuppelförmige Gebilde, ein großer Haufen Myrrheharz. Myrrhe und andere Harze wurden traditionell bei Tempelritualen zur Mumifizierung verwendet und waren außerdem wesentlicher Inhaltsstoff für die Herstellung von Parfüm. Von Hatschepsut ist bekannt, dass sie sich die Haut mit duftendem Myrrheöl einrieb, um, wie sie es ausdrückte, vor dem ganzen Land zu glänzen wie die Sterne. Hatschepsut hatte also schon damals, so wie manche Prominente heutzutage, ihre eigene Duftlinie. Die Details solcher Szenen helfen zweifellos dabei nachzuvollziehen, wie Hatschepsut es geschafft hat, sich über 20 Jahre an der Macht zu halten. Doch ein faszinierendes Objekt ermöglicht mir sogar eine kleine Zeitreise. Erstaunlich. Dieses kleine Alabastergefäß enthält nach fast 3500 Jahren noch immer seinen ursprünglichen Inhalt. Vorn sind wieder ihre Namen und Titel eingraviert. Aber schauen Sie mal, das ist das importierte Harz.
Das ist die Substanz, von der an den Wänden in Deir el-Bahri die Rede ist. Unglaublich, es ist, als könnten wir die Vergangenheit riechen. Sie ist in diesem Gefäß enthalten. Mit ihrer über zwei Jahrzehnte währenden Regentschaft, in der Frieden und Wohlstand herrschte, war Hatschepsut Ägyptens bis dahin erfolgreichste Monarchin. Sie hatte bewiesen, dass ein guter Herrscher nicht unbedingt ein Mann sein muss. Als Teil ihres Masterplans für die Nachwelt gab Hatschepsut vier Obelisken aus rosa Granit für den Tempel von Karnak in Auftrag. Mit einer Höhe von fast 30 Metern ist dieser noch stehende der höchste in ganz Ägypten. Sie selbst sagt uns, wieso sie solche eindrucksvollen Monumente errichten wollte. Es ist ein Tribut an ihren Vater, an denjenigen, der mich erschaffen hat. Mit Vater meinte sie aber nicht ihren leiblichen Vater, sondern Amun, den König der Götter, dem dieser ganze Tempel gewidmet ist. Die Spitzen waren mit Elektrum überzogen, einer Legierung aus Gold und Silber. Dahinter steckte die Idee, dass sie als eine Art esoterischer Blitzableiter dienten, der die allerersten Sonnenstrahlen auffangen und diese Sonnenenergie ins Herz des Karnak-Tempels leiten sollte, von wo aus sie dann zum Wohle Ägyptens weitergeleitet wurden. Der Karnak-Tempel war dem Gott Amun geweiht. Die riesige Tempelanlage wurde von nachfolgenden Herrschern stetig weiter ausgebaut und verschönert. Hatschepsut stellte sicher, dass sie ihren Tribut an den König der Götter auf das Prachtvollste entrichtete. Das ist die rote Kapelle von Hatschepsut. Der Schrein wurde der Lieblingsplatz des Amun, des Reichsgottes, genannt, und stand an zentraler Stelle seines großen Tempels in Karnak. Es war so eine Art heilige Garage, die die heilige Barke bzw. das heilige Boot beherbergte, in der die Statue des Gottes stand, die bei einer Prozession umhergetragen wurde, wie das Relief hinter mir zeigt. Hier zu sehen die Reihen kahlgeschorener Priester, die die Barke bringen, auf der sich die Statue des Gottes befindet, verborgen hinter diesen Vorhängen, um ihn vor weltlichen Blicken zu schützen. Und die Barke wird begrüßt von den beiden Regenten. Schlusslicht der Zeremonie bildet der junge Pharao Thutmosis, dargestellt als eine Art besserer Assistent der Priester. Zur Begrüßung des eintreffenden Gottes verbrennt er Weihrauch. Aber im Mittelpunkt steht Hatschepsut selbst. Keine Frage, sie ist hier die wichtigste Figur, das Kind Gottes. Durch solche aufwendigen Bauwerke demonstrierte Hatschepsut ihre Verehrung für Amun. Und der Pharao musste, unterstützt von den Priestern, persönlich die erforderlichen religiösen Zeremonien durchführen, um die kosmische Ordnung aufrechtzuerhalten. Hier stand Hatschepsut dann bei der Durchführung der heiligen Rituale. Sie bot die Opfergaben dar und goss das Wasser rund um die Gottesstatue. Natürlich hätte Hatschepsut ein goldenes Gefäß gehabt und wir haben nur einen rostigen Eimer. Aber so bekommen wir zumindest eine Vorstellung davon. Wenn das geweihte Wasser aus der Kapelle fließt, verbreitet sich der Schutz des Gottes über das ganze Land und darüber hinaus.
Denn Hatschepsut wollte unvergänglich wie ein unsterblicher Stern sein und hat zweifelsohne einen einzigartigen Platz in der Geschichte erlangt. Die Vorstellung, dass eine Frau Pharao war, hat so heftige Emotionen ausgelöst, dass Hatschepsut für einige so eine Art böse Stiefmutter ist. Also eine Frau, die es wagte, sich wie ein Mann zu kleiden, mit künstlichem Königsbart und sich ein Recht auf den Thron anmaßte. Für andere jedoch ist sie eine enorme Inspiration, eine fantastische Frau, die wegweisend war für kommende Generationen. Hatschepsuts Regentschaft war ein Triumph. Doch nach ihrem Tod übernahm ihr Stiefsohn die alleinige Macht. Und mit Frauen an der Macht war es erst einmal vorbei. Forscherinnen wie Hatschepsut zeigen, dass das alte Ägypten eine der egalitärsten Kulturen der Antike war. Dort konnten Frauen hochkarätige Positionen erreichen, eigenen Besitz haben, Geschäftsabschlüsse tätigen, vor Gericht gehen und wurden gleich entlohnt. Heute mag das alles vernünftig klingen, aber damals war es extrem unüblich. Ich bin zum Tee verabredet mit der Literaturprofessorin Saha El-Mugi. Sie hat viel geschrieben über das Vermächtnis dieser beeindruckenden Vorbilder der Antike. Als Sie ein Kind waren, war es da einfach, etwas über die Herrscherinnen im alten Ägypten und ihr Vermächtnis zu erfahren? Denn ich weiß, dass es in der Ägyptologie nur wenig über sie gibt. Sie scheinen unter den akademischen Teppich gekehrt worden zu sein. Aber wie ist das in Ägypten? War es für Sie anders? Als ich aufwuchs, wusste ich nichts über diese Frauen. In der Schule erfuhr ich nur Bruchstückhaftes aus langweiligen Geschichtsbüchern. Als ich dann anfing zu schreiben, war es, als würde ich meine Mütter und Großmütter kennenlernen. Deswegen erwachen diese Göttinnen in meinen Werken als inspirierende Figuren wieder zum Leben. Die Kraft, die mir durch sie zuteil wurde, als ich mich dann intensiv mit ihnen beschäftigte, war enorm. Es war magisch. Es war wie, daher stamme ich also ab. Weibliche Pharaonen waren eine Rarität. Ab der 19. Dynastie übernahm ein neues Regime ehemaliger Militärs aus dem Norden die Macht in Ägypten. Jetzt hatten die Männer das Kommando. Und die königlichen Frauen mussten sich andere Taktiken einfallen lassen. Circa 150 Jahre nach Hatschepsuts Tod benutzte eine andere Frau diplomatisches Geschick, um sich im Zentrum der ägyptischen Politik zu behaupten. Ihr Name war Nefertari. Das bedeutet die Schönste von allen. Nefertari war nicht nur schön, sie war auch die begabteste aller königlichen Gemahlinnen. Als junge Frau hatte Nefertari einen Prinzen geheiratet, der Ägyptens berühmtester Pharao werden sollte. Ramses II. Es ist fast unmöglich, irgendwo in Ägypten hinzugehen, ohne auf ihn zu stoßen. Denn er herrschte länger, baute größer und brüstete sich mehr als nahezu jeder andere Pharao. Im alten Ägypten bedeutet Größe alles. Und Ramses selbst wird zutreffend beschrieben als der riesige Planet Jupiter. Glanzvoll von Weitem, aber im Grunde nur heiße Luft.
Das bringt seine Politik, bei der Quantität Vorrang vor Qualität hatte, wirklich auf den Punkt. Und das kommt auch bei dieser Statue hier wunderbar zum Ausdruck. Wir sehen einen gigantisch großen Ramses, während selbst seine Lieblingsfrau Nefertari sich an der Rückseite seines Beins festhält, nicht einmal so hoch wie sein Knie. Um mehr über sie herauszufinden, müssen wir uns über die damalige Grenze Ägyptens hinausbegeben. Ich fahre fast 500 Kilometer nach Süden, um eine andere Seite dieser Geschichte zu erzählen, zum Tempel von Abu Simbel. Als eines der monumentalsten Beispiele pharaonischer Macht wurde er an der Grenze zum instabilen Nubien erbaut und sollte all jenen Furcht und Respekt einflößen, die auf dem Nil Richtung Ägypten fuhren. Das ist der Tempel von Abu Simbel, erbaut von Ramses II. Während dessen 67-jährigen Regentschaft. Er ist typisch für diesen Mann, denn er ist massiv und monumental. Und doch ist er nur einer der Tempel von Abu Simbel, also nur die Hälfte der Geschichte. Die Geschichte, an der ich eigentlich interessiert bin, befindet sich nebenan. In einem Tempel, der ausnahmsweise einmal nicht Ramses, sondern seiner Frau gewidmet ist. Und hier ist sie, die große Königin Nefertari. Kolossale 10 Meter hoch. Bei genauem Hinsehen erkennen wir, dass sie ein kleines bisschen größer ist als ihr berühmter Ehemann Ramses II. Und zwar wegen ihrer hohen Federkrone. Erbaut, um ein Statement abzugeben, vermittelte der hoch emporragende Tempel eine strategische politische Botschaft, die Nefertari ins Zentrum der Macht rückt. Indem Ramses diese gewaltigen Statuen seiner Frau errichten lässt, bringt er sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Mittel ins Spiel, inklusive der werten Frau Gemahlin. Zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes die kleine Frau, aber hier in Nubien, in dieser tückischen Wüstenlandschaft, bei diesen unberechenbaren Stämmen, brauchte er ihre Hilfe. Und sie war eine enorm wirksame Waffe. Ihr imposantes Abbild zeigt, dass Nefertari die ultimative Vorzeigefrau war. Im Innern ihres Tempels ist Nefertari in verschiedenen Szenen zu sehen, in denen sie eine Reihe heiliger Rituale vollzieht und an der Seite ihres Mannes eine aktive Rolle übernimmt. Sie hat die Arme erhoben und ermutigt Ramses, der in der klassischen Pose eines ägyptischen Pharaos beim Erschlagen der Feinde dargestellt ist. Im Grunde ist das eine staatliche Hinrichtung. Sie hocken ihm zu Füßen, er hält sie an den Haaren fest und in dieser Position lässt er dann die Waffe auf den Kopf niedersausen, schlägt ihnen also den Schädel ein. Die ganze Zeit steht Nefertari an der Seite als eine Art königliche Cheerleaderin. Zwei Seiten derselben Medaille, aber ihrem Ehemann ebenbürtig. Eine sehr starke Szene. Es besteht absolut kein Zweifel daran, dass das Königspaar gemeinsam handelte. Der Ägyptologe und Direktor von Abu Simbel, Ahmed Salah, hat die Darstellungen in diesen beiden Tempeln jahrelang studiert.
Gibt es anhand des verfügbaren Materials genug Informationen, um beurteilen zu können, wie sie als Paar waren? Er hat sie sehr geliebt. Er heiratete sie, bevor er den Thron bestieg. Das bedeutet, dass er sich in Nefertari verliebt hatte. Sie begleitete ihn wie seine Stellvertreterin. Doch als Nefertari per Schiff so weit nach Süden reiste, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand anscheinend rapide. Das Traurige ist, dass Nefertari ihren Tempel nie gesehen hat. Sie war krank und blieb auf dem Boot. Vielleicht konnte sie ihre Statuen draußen sehen, aber das Innere des Tempels hat sie nie betreten. Wie schade. Wenigstens hat sie ihre Statuen gesehen. Eine traurige Geschichte. Wirklich? Ja, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass Nefertari erwähnt wird. Wir reden hier vom 24. Jahr seiner Regentschaft, denn vermutlich starb sie bei ihrer Rückkehr nach Theben und wurde dort begraben. Ich reise zurück in den Norden, um Nefertaris Grab aufzusuchen. Ein Ort, an dem ich mehr Erkenntnisse über sie gewinnen kann. Es befindet sich im Tal der Königinnen. Und die darin befindlichen Darstellungen sind so empfindlich, dass der Zutritt nur eingeschränkt möglich ist. Mir wurde erlaubt, das Grab der Nefertari, der großen königlichen Gemahlin von Ramses II., selbst aufschließen zu dürfen. Ich bin aufgeregt, denn das Grab ist ein absolutes Juwel. Ich habe es nur einmal gesehen, als ich noch sehr viel jünger war. Was für ein Riesenschlüssel! Oh my word. Oh wow, oh wow. Auf einer Fläche von 520 Quadratmeter stellen die herrlichen Bilder anschaulich ihre Reise ins Jenseits dar. Kontinuierlich reihen sich die Szenen aneinander. Hier ist nichts dem Zufall überlassen. Nichts ist einfach nur als eine Art hübscher Dekoration eingestreut. Wie eine Maschine, die Nefertaris Seele im Jenseits am Leben erhalten soll. Große Sorgfalt wurde auf die Darstellung ihres Äußeren verwendet. Ihre Augen und Augenbrauen sind schwarz umrandet. Ihre Wangen und Lippen von einem zarten Rot. Erlesenster Goldschmuck ziert sie. Nefertari. Die schönste von allen. Ihr Name impliziert unglaubliche Schönheit und diesem Namen wurde sie gerecht. Sie ist der Inbegriff der begehrenswerten Frau. Sie war wirklich wunderschön. Aber eine ganz besondere Szene der Wandmalereien zeigt Nefertari zusammen mit Thoth, dem Gott des Wissens und der Schriftkunst, der aus einem bestimmten Grund gewählt wurde. Wir kommen zu dieser wundervollen Szene, die an das anschließt, was wir über Nefertaris Leben wissen. Nefertari ist auserwählt, sich der Wägung des Herzens zu unterziehen, eine Szene des Totengerichts aus dem Totenbuch. Hier steht es geschrieben, aber es wird auf ziemlich einzigartige Weise bildlich dargestellt. Denn hier ist sie. Sie steht vor Thoth, dem ibisköpfigen Gott der Schriftkunst und des Schreibens. Die Betonung auf das Schreiben ist ersichtlich anhand der Schreibtafel, die zwischen Nefertari und dem Gott Thoth steht. Sie stellt sich vor Thoth hin und sagt, ich bin eine Schriftgelehrte. Das ist ein nachdrückliches Statement. Sie war nicht nur schön, diese Frau war auch ziemlich clever. Als Gemahlin des Königs hatte sie natürlich persönliche Schreiber, aber Hieroglyphen lesen und schreiben zu können, wurde damals als größte akademische Leistung betrachtet. Nefertari sorgte dafür, dass ihre Fähigkeiten für die Nachwelt deutlich dargestellt wurden.
Die Frau eines so mächtigen Gebieters zu sein, erforderte außerdem ein beträchtliches Maß an sanfter Überredungskunst und diplomatischem Talent. Fähigkeiten, die am besten zu erkennen sind in ihrer diplomatischen Korrespondenz mit Ägyptens großen Rivalen, den Hethitern in Anatolien, im Südosten der heutigen Türkei. Wir wissen, dass Nefertari mit ihrer Amtskollegin, Großkönigin Puduhepa, in der Hochburg der Hethiter korrespondierte. Erstaunlicherweise ist einer dieser Briefe sogar erhalten geblieben. Nefertari formulierte ihre Briefe erst auf Ägyptisch, dann übertrug ein zweisprachiger Schreiber sie in Keilschrift und ritzte sie in kleine Tontafeln. Das ist der exakte Brief, den Nefertari an Puduhepa geschrieben hat. Er ist natürlich eine Kopie, aber er gibt uns eine Kostprobe der Worte der großen königlichen Gemahlin Nefertari. Er ist voller Herzlichkeit, voller schwesterlicher Glückwünsche. An meine Schwester Puduhepa, Großkönigin der Hethiter. Möge der Sonnengott der Ägypter und der Wettergott der Hethiter dir Freude schenken. Und möge der Sonnengott den Frieden auf ewig wehren lassen. Ganz am Schluss steht dieser sehr anrührende Hinweis auf das Begrüßungsgeschenk, das sie der Königin der Hethiter schickt. Ich schicke dir ein Begrüßungsgeschenk, meine Schwester. Für deinen Hals eine Kette aus purem Gold und farbiges Linnen für ein königliches Gewand für deinen Gatten, den König. Monarchen, mit denen man korrespondierte, solche Begrüßungsgeschenke zu schicken, das spielte eine entscheidende Rolle in der Diplomatie der Antike. Wenn wir einen Blick auf Nefertaris Ohr werfen, können wir sogar etwas sehen, was das sehr schön verdeutlicht. Ungeachtet des vielen Goldes, denn alle königlichen Hoheiten trieften nur so vor Gold, jeder wusste, dass es in Ägypten Gold gab wie Sand am Meer, jedermann brauchte es nur aufzuheben, wie aus alten Schriften hervorgeht, befindet sich an Nefertaris Ohr ein silberner Ohrring, der wesentlich wertvoller ist. Und nicht nur das, es ist kein ägyptischer Ohrring, sondern einer im griechischen Stil. Denn dieser Silberschmuck wurde ihr aus der Ägäis geschickt. Das heißt, im weit entfernten Griechenland war Nefertari bekannt. Ihr wurden diese Ohrringe geschickt, die sie stolz ihr Leben lang trug. Hinter diesem ganzen Schmuck steckt also mehr, als es auf den ersten Blick erscheint. Inmitten dieser opulenten Pracht wurde Nefertari zur letzten Ruhe gebettet. Genauso wie sie gelebt hatte. In einem der spektakulärsten Gräber Ägyptens. Wenn wir erst einmal wieder zu Atem gekommen sind, uns beruhigt haben und diese Szenen unter eher logischen als emotionalen Aspekten betrachten, wird einem plötzlich klar, dass Nefertaris Mann nicht hier ist. Der große Ramses kommt hier nirgendwo vor. In Ägypten ist er auf jedem Tempel, einfach überall. Doch hier, in der letzten Ruhestätte seiner Frau, gibt es kein einziges Bild von ihm. Natürlich haben Ägyptologen viele Theorien aufgestellt, wieso es keine Darstellung des großen Ramses im Grab seiner Frau gibt. Ich persönlich ziehe es vor zu denken, dass sie sich sagte, tja, ich habe so viele Jahre mit ihm zusammengelebt, es wäre wunderbar, ihm nicht auch noch auf ewig im Jenseits zuhören zu müssen. Doch was auch immer der wahre Grund sein mag, es besteht kein Zweifel an der Bedeutung und dem Einfluss, den Nefertari als Königin eines der bekanntesten Pharaonen Ägyptens hatte. Doch trotz Nefertaris diplomatischer Bemühungen ging es mit Ägyptens politischem Geschick steil bergab. Neben einer galoppierenden Inflation und staatlicher Korruption erwies sich eine Reihe kurzlebiger Herrscher als komplett unfähig, Ägyptens Grenzen gegen die im ersten Jahrtausend vor Christus anrollenden Angriffswellen ausländischer Invasoren zu verteidigen. Am erfolgreichsten waren die makedonischen Ptolemäer, die Ägypten für immer verändern sollten.
900 Jahre nach Nefertari brachte eine neue Ära in der Geschichte Ägyptens den ersten weiblichen Pharao der Ptolemäer hervor, Arsinoe. Sie profitierte vom Erfolg ihrer Vorgängerinnen. Arsinoe vermochte es, zwei Welten zusammenzubringen, die ägyptische und die griechische. Aufbauend auf dem Erbe, das ihr der berühmteste aller Griechen hinterlassen hatte, Alexander der Große. Jeder hat schon einmal von Alexander dem Großen gehört, der 332 vor Christus Ägypten eroberte und zum Pharao gekrönt wurde, wie auf diesen Szenen hier dargestellt ist. Alexanders Nachfolger war Ptolemäus, vermutlich sein Halbbruder. Seine Dynastie herrschte während der letzten drei Jahrhunderte vor Christus über Ägypten. Ptolemäus' Nachfolgerin war seine außergewöhnliche Tochter Arsinoe, deren Erfolge ganz bewusst jene ihres Onkels Alexander zum Vorbild hatten. In Ägypten geboren, wurde Arsinoe als Teenager zwecks einer arrangierten Ehe mit einem König nach Griechenland geschickt. Nach dem Tod ihres königlichen Gemahls und einer zweiten katastrophalen Ehe floh sie aus Angst um ihr Leben zurück nach Ägypten. Doch Arsinoe hatte Geschmack gefunden an der Macht und überredete ihren jüngeren Bruder, den Pharao, sie zu heiraten. Er war ihr Sprungbrett zur Krone. Mit einem Schlag wurde Arsinoe zur Herrscherin über zwei Welten, Ägypten und den griechischen Mittelmeerraum. Durch ihre internationalen Beziehungen brachte Arsinoe mehr Reichtum, Wissen und Wohlstand nach Ägypten als nahezu jeder andere Herrscher vor ihr. Die Bronzefigur ist interessant, weil sie auf gewisse Art wie eine Königin winkt. Eine sehr königliche Haltung, die sie da einnimmt. Aber was hält sie im linken Arm? Ein Füllhorn, also ein spitz zulaufendes griechisches Gefäß. In ihm befinden sich all die Schätze, Früchte, Blumen, also der Reichtum Ägyptens. Und es ist nicht nur ein Füllhorn, sondern zwei. Sie bringt das Doppelte dessen, was irgendein anderer bringen könnte. Arsinoe gab viel von diesem Vermögen in der neuen königlichen Hauptstadt Alexandria aus. Dort ermöglichten ihr die kontinuierlichen Importe exotischer Waren aus so weit entfernten Ländern wie zum Beispiel Indien oder sogar noch weiter östlich einen opulenten Lebensstil. Da Waren wie Elfenbein, Seide und Edelsteine ins Land flossen, prosperierte auch die übrige Bevölkerung und Ägypten entwickelte sich zum größten Handelsplatz der Welt. Masalke, hello. Hello. Masalke. Quais. Ah, shukran. Well, what you doing? Emerald. Ayo. But not real one. Mumkin. Shukran. Schauen wir mal da. Masalke. Ich bin auf der Suche nach Stoff. Wunderschön. Wie viel? Fixer Preis? Okay, gut. Aufgrund des boomenden Handels bauten Arsinoe und ihr Bruder einen ausgeklügelten Verwaltungsapparat auf, um das enorme Vermögen zu verwalten, das in ihrem Reich zirkulierte. Münzgeld, Finanzen spielen eine sehr große Rolle in Arsinoes Geschichte. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Sie besaß ein eigenes, riesiges Vermögen und ihr Scharfsinn konzentrierte sich ganz auf Ägyptens Finanzen. Sie und ihr Ehemann Ptolemäus erstellten eine Art Grundbuch sämtlicher Vermögenswerte Ägyptens.
Sie schuf königliche Monopole auf absolut alles, um sicherzustellen, dass das Kapital direkt dem Königshaus zufloss. Im alten Ägypten, in dem bislang Tauschwirtschaft betrieben wurde, spielte Münzgeld nun eine entscheidende Rolle. Immer mehr wurde es als Zahlungsmittel bei finanziellen Transaktionen verwendet. Eigentlich der Beginn des Kapitalismus. Unter Arsinoe war Ägypten wieder ein Land, in dem Wohlstand und Überfluss herrschten. Und doch hatten ihre Münzen einen weiteren, sehr nützlichen Zweck. Sie dienten zur Verbreitung ihrer Agenda. Die Münze zeigt Arsinoe mit der griechischen Diademkrone und einem Schleier über ihren sorgfältig frisierten Haaren. Auf den ersten Blick der Inbegriff des Erscheinungsbildes einer normalen griechischen Königin. Das ist das perfekte Porträt einer griechischen Dame der Oberschicht. Gut aussehend, schön frisiert, sehr gut gekleidet. Aber bei genauem Hinsehen schaut etwas an ihrem Ohr hervor. Es sieht aus wie ein geschmackvoller kleiner Ohrring, aber eigentlich ist es ein Widderhorn. Genauer gesagt die Widderhörner von Alexander dem Großen. Arsinoe benutzt diesen subtilen Kunstgriff, um zu sagen, ich bin die Nachfahrin Alexanders des Großen. Als seine Nachfahrin baute Arsinoe auf Alexanders Vermächtnis, dessen Symbol die Widderhörner des ägyptischen Reichsgottes Amun waren. Indem sie dieses Symbol übernimmt, nutzt Arsinoe die Wirkung einer uralten Macht. Dieses subtile Bild untermauert ihren Platz als Herrscherin über zwei Welten. Fast 200 Kilometer südlich von Luxor gibt uns ein eindrucksvoller Ort auf einer Insel mitten im Nil eine echte Vorstellung von der Macht, über die Arsinoe verfügte. Wir wissen, dass es in jedem Tempel in Ägypten Statuen der Arsinoe gibt, als tempelteilende Göttin neben den traditionellen Gottheiten. Aber auf der Insel Philae wurde sie mit Isis auf eine Stufe gestellt, der Mutter aller Götter. Der Tempel von Philae wird mit Recht als Perle des Nil bezeichnet. Er war die Kultstätte der großen Göttin Isis und in vielerlei Hinsicht eine Art Außenposten. Sowohl wegen seiner geografischen Lage im Süden, als auch aufgrund der Tatsache, dass er der letzte Ort in Ägypten war, an dem die alten Götter bis ins 6. Jahrhundert nach Christus verehrt wurden. Aber nicht nur Isis wurde hier gehuldigt, sondern auch Arsinoe. Es war sogar Arsinoes internationalem Einfluss zu verdanken, dass Isis weltweit Bedeutung erlangt. Arsinoes Wunsch, mit der Göttin Isis gleichgesetzt zu werden, übermittelte ihren Untertanen eine glasklare Botschaft. Zweifelsohne spielte sie eine fundamentale Rolle bei der Gestaltung Ägyptens, sowohl im In- als auch im Ausland. Aber Arsinoes Erfolge waren nur möglich durch die vielen Generationen ihrer großartigen Vorgängerinnen. In einer ganz bestimmten Darstellung zollt sie ihnen allen Tribut. Hier entlang. Hier ist sie. Arsinoe, Pharaonin, Göttin. Sie ist mit allen Insignien dargestellt. Das unterstreicht, wie viel Macht diese Frau hatte. Die Krone, die uns so viel erzählen kann, steht verstärkt im Fokus jüngster Forschungen. Wir können anhand ihrer einzelnen Bestandteile sogar Arsinoes ganze Geschichte erzählen. Beginnen wir mit dieser roten Krone. Sie verkörpert Unterägypten und symbolisiert, dass Arsinoe von der königlichen Residenzstadt Alexandria aus herrschte, die an Ägyptens Nordküste liegt. Als nächstes haben wir obendrauf die beiden hohen Federn und die Kuhhörner,
wie sie auch von der großen königlichen Gemahlin Nefertari, der Frau Ramses II., getragen wurden. Dann gehen wir weiter zu den gewundenen Widderhörnern. Widderhörner, da gibt es natürlich unterschiedliche Formen, sind verbunden mit dem großen Reichsgott Amun-Ra, einem Lieblingsgott von Hatschepsut. Und schließlich im Zentrum dieser ganz besonderen Krone die Sonnenscheibe, der große Schöpfer allen Lebens. Sie führt direkt zurück ins Zeitalter der Pyramiden und zu Hetepheres, der Königsmutter. Indem sie diese Krone aufsetzt, sagt uns Arsinoe, dass sie die gesammelten Kräfte dieser großartigen Frauen, die viele Jahrhunderte vor ihr in Ägypten regiert haben, in sich vereint. Wunderbar. Als Kleopatra dann später diese Krone trug und Ägyptens Macht über weite Teile der antiken Welt ausdehnte, waren es diese unglaublichen Frauen, die ihr den Weg dorthin gewiesen hatten. Diese Reise war für mich eine tolle Gelegenheit, einen neuen und frischen Zugang zum alten Ägypten zu finden. Sie hat mir ermöglicht, das Leben von vier erstaunlichen Frauen zu erforschen. Diese Frauen waren wunderbare Vorbilder für uns und sind es bis heute. Sie waren Geliebte, Mütter, Königinnen, Göttinnen und Pharaoninnen. Sie waren unglaublich stark und kompetent. Und sie haben diese gesamte fantastische Kultur der Antike geprägt.